Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Nein, fick dich, Yara. Dich würde ich auch nicht allein lassen. Löffel nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Also, es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, haben wir ja die Medikamente besorgt und sie wurde hier operiert. Und in der heutigen Folge müssen wir den kleinen Jungen suchen, der anscheinend abgehauen ist. Komm bitte zurück! So, weil die beiden haben sich hier ein bisschen gezankt. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Ja, aber das ist ja normal, dass man sich seine Eltern Sorgen macht. Hallo? Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Okay. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Meinst du nicht, dass er eventuell abgehauen ist? Lev! Mit der Boot? Baby? Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Hörst du das? Was war das? Lev! Schnell mal gucken. Okay, hallo? Jay, die Tür richtig aufzumachen, ja? Nee, ey, ich muss mich durchquetschen. Ist okay. Sie will noch spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Was hast du da? Sie tut dir nichts. Was ist das? Sag ich.
Okay, also wir suchen immer noch den... Also nicht immer noch, aber wir suchen jetzt hier unseren Grand Poirot. Achso, hier kommen wir nicht raus. Okay. Okay, pass auf. Holzmädchen. Okay, also wir können mit dem Hund ein bisschen rumspielen. Das ist ja schön. Schön, 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 schön. Aber heißt es jetzt, Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirst. Okay, einmal noch. Einmal noch. Ja, lang. Okay, cool. Ja, jetzt willst du mit ihr spielen? Mal? Das wäre keine gute Idee. Warum nicht? Das ist ein Hund. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Nein. Versprochen. Sie will doch nur spielen. Siehste, guck mal. Macht doch gar nichts. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Alles richtig. Mimi. Na, jetzt wird sie wieder von mir beschmissen werden hier. Ja. So, können wir jetzt hier weitermachen? Also klar, wir können mit dem Hundi noch ein bisschen spielen, aber ich würde auch gerne... Wir sollten weiter nach ihm suchen. Ja. Vielleicht kann uns ja der Hund helfen. Nein? Okay. Der Hund hilft uns nicht dabei. Okay, jetzt sind wir hier oben. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Also. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Okay. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit.
Ja. Gut. Okay. Schön, schön, schön. Ich dachte, wir wollten jetzt hier ein Geschenk suchen für den Buben. Oder wollen wir jetzt doch kein Geschenk finden? Hier muss es noch irgendwas geben. Ja. Hier gibt es eine Menge, so T-Shirts. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Ja, die sehen auch nicht mehr ganz so aus. Bin ich early. Die sehen nicht mehr ganz so schön aus. Spielzeug wäre nicht schlecht. Oder? Also, ich würde mich über ein Spielzeug freuen. So ein T-Shirt. Wäre nichts für mich. Hey, hier sowas. Hier, guck mal hier, sowas. Was gibt's hier? Hier gibt's eine Schublade. Ja, gibt's hier nicht so Geschenke? Hallo? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir ein bisschen bei die Cramsen. Oh, hier. Guck mal hier. Hier gibt es doch so einen schönen Stoff, die Hai. Der könnte cool sein. Oder? Also ich finde den cool. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mann. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir.